Werte Anwesende, liebe Delegierte, wozu wir uns hier versammelt haben, das hat Bedeutung über den Tag, über den Ort und über unser Land hinaus. Unser eigenes Volk ist nun nicht mehr gespalten durch fremde Gewalt. Und übrigens, ihr wisst, was man auch nicht vergessen soll, als Ausfluss eigener, schlimmer deutscher Verirrung. Was wir mit der neuen Einheit anfangen, wie wir sie ausgestalten, wie wir Unsicherheit überwinden und Not beheben helfen, darum geht es jetzt. Und an der Qualität unserer Antworten, am Ernst unseres Bemühens, daran werden wir gemessen. Sozialdemokratische Tradition und nationale Selbstbestimmung sind geschichtlich nicht voneinander zu trennen. Jetzt muss Solidarität großgeschrieben werden. Und das heißt, tätige Verantwortung der Stärkeren gegenüber den Schwächeren. Da wir die Einheit wollen, kümmern wir uns auch darum, dass sie sozial möglichst gerecht gestaltet werde. Hier wie da, Deutschland und Europa. Was zusammengehört, braucht Umsicht und Rücksicht, damit es ohne entstellende Narben zusammenwachsen kann. Die Ost-SPD, zunächst SDP, brauchte sich nicht zu wenden. Sie hat ihren Anteil daran, dass die Dinge in Deutschland zum Besseren gewendet werden konnten. Für gesellschaftlich stabilisierenden Ausgleich, soziale Gerechtigkeit und explosiv wichtiger gewordene ökologische Erneuerung zu sorgen. Das bleibt nicht nur die Aufgabe, wie es so schön heißt,